Ja, das ist ein, wie Ibn al-Arabi al-Maliki sagte, dieser Hadith impliziert die große Güte und Gutmütigkeit Allah Ta'alas, dass er den Menschen für diverse Handlungen nach dem Tod genauso vergeltet und Lohn zukommen lässt wie zu Lebenszeiten. Dies wird in Bezug auf 6 Handlungen explizit erwähnt in den Texten, im Hadith. Unter anderem der berühmte Hadith, إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمِ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. Wenn der Mensch verstirbt, enden seine Handlungen. انْقَطَعَ عَمَلُهُ, seine Handlungen enden. Außer 3 Dinge. Außer 3 Dinge. Und dann nannte er die As-Sadaqatul Jariyah, eine fortlaufende, kontinuierliche Spende. Ilmun yuntafa'u bihi, Wissen, nützliches Wissen, das man hinterlässt. Sei es in Form von Büchern, sei es in Form von heute Videos, Audios, in Form von Schülern, die das weitergeben. Oder wie auch immer. Waladin salihin yad'u lah. Oder ein tugendhaftes Kind, das für ihn Dua macht. Dann mag man sich aber die Frage stellen, sind das nicht nur 3, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt ja hier, er sagt, in qata amalu illa min thalath, außer von 3. Aber es sind durchaus mehr als 3. Es sind durchaus mehr als 3. Dann stellt sich aber natürlich die Frage, was bedeutet der Hadith oder wie geht man damit um? Ist das nicht widersprüchlich? Wenn er sagt, es sind nur 3 und dann an anderen Stellen werden vereinzelt noch andere Elemente erwähnt oder Handlungen, die auch nach dem Tod des Menschen fortlaufen. Also, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man das vereinbart. Unter anderem gibt es ein Prinzip aus dem Usul Fiqh, das besagt, Al-Adadu la mafhuma lahu. Zahlen, aus Zahlen folgt, oder Aussagen, die Zahlen beinhalten, aus ihnen folgt nicht zwingend ein, wie nennt man das? Der Mafhum Mukhalafa, umgekehrte Schlussfolgerung. Ja, wenn ich sage, 7 Männer kamen zum Essen, dann heißt es nicht unbedingt, dass man nicht zwingend, dass man daraus folgendes schlussfolgert. Es waren nicht 8 Methelen. Weil ich kann 7 erwähnen, beispielsweise zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und später kamen dann weitere hinzu. Oder ich erwähne 7, weil diese beispielsweise besonders von besonderer Bedeutung waren. Die anderen sind eher weniger interessant. Oder was auch immer, es kann verschiedene Gründe geben. Es kann aber auch sein, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Aussage geäußert hat und zu diesem Zeitpunkt nicht von den anderen Handlungen wusste. Und ihm später dann weiteres Wissen zugekommen ist. Oder wie man das auch nennen mag. Jedenfalls, das sind 3 Handlungen. In diesem Hadith werden nochmal 2 erwähnt, das Anpflanzen von Bäumen oder eben die Saatgut. Er nennt nämlich einmal Al-Zar'u wal-Gars. Al-Gars bezieht sich auf Bäume und so, Al-Zar'u bezieht sich auf so Körner und ähnliches, Weizen, Gerste und so weiter. Und ebenfalls eine weitere Handlung, die in der Sunna erwähnt wird, ist der Ribat, Al-Murabata, und zwar der Grenzschutz. Dass dem Murabit der Ajr dieser Handlung auch nach dem Tod weiterhin zukommen wird, also kontinuierlich zugeschrieben wird.
Hier ist ein Thema, das häufig in Relation mit diesem Hadith gebracht wird. إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. Wenn der Sohn Adam stirbt oder der Mensch, dann enden seine Handlungen außer drei. Und zwar die Sache mit dem, oder das Thema, was man auch als إِهْدَاءُ الثَّوَابِ bezeichnet. إِهْدَاءُ الثَّوَابِ, das heißt, ich übersetze es jetzt mal so als die Verschenkung des Lohnes einer Handlung. Die Verschenkung des Lohnes einer Handlung, das heißt, dass man diverse tugendhafte Handlungen oder Ibadat ausführt und mit der Absicht, dass mathalan Fulan oder Fulana der Lohn dieser Handlung zukommt. Meistens bezogen auf verstorbene Menschen. Wie ist das zu vereinbaren mit diesem Hadith zum Beispiel? Denn in diesem Hadith sagt der Gesandte Allahs ja, wenn er verstirbt, enden seine Handlungen. Und ähnliche Aussagen gibt es im Koran in anderer Form. مثلاً وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Und dem Menschen steht nur zu, was er selbst bewirkt hat. Auf der anderen Seite haben wir aber Hadith, in denen wir entnehmen können, zumindest bei einigen konkreten Handlungen, in denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam so etwas legitimiert hat. Mathalan wird in den Sahihain überliefert, dass eine Frau zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und sie sagte zu ihm, meine Mutter ist verstorben und sie hatte noch ein Gelübde. Und dann sagte die Frau, أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا, soll ich das für sie, das Gelübde, erfüllen? Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ. Was sagst du denn dazu, oder wie stellst du dir das vor, wenn deine Mutter eine Schuld hätte? Hättest du sie für sie beglichen? Und sie sagte, na'am, ja, ich hätte das getan. Nicht, weil es verpflichtend ist, yani. Also, wenn jemand verstirbt, dann wird seine Schuld beglichen aus seinem Hab und Gut. Nehmen wir mal an, jemand hat Verwandte und er stirbt mit einer großen Schuld. Diese Schulden werden beglichen aus dem Erblass. Reicht der Erblass nicht, dann bin ich nicht dazu verpflichtet, seine Schulden auszugleichen. Aber der Schuldner oder beziehungsweise die Schuld ist eine Last, die den Menschen auch noch begleitet in die Akhira. Und deswegen wollte die Frau das sozusagen erledigen für ihre Mutter. Oder würde sie, sagte sie. Es gab ja keine Schuld, finanzielle Schuld in diesem Sinne. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also, die Schuld gegenüber Allah ist berechtigter, beglichen zu werden. Also, er sagte dann, Deinullahi ahakku, die Schuld gegenüber Allah ist berechtigt, da ausgeglichen zu werden. Das heißt also, dass die Frau, die verstorbene Frau, profitiert von der Handlung ihrer Tochter, oder nicht? Ganz eindeutig, dass sie davon profitiert. Oder das Dua. Profitiert der Mensch, der verstorben ist, von dem Dua der Hinterbliebenen? Na'am. Ganz klar kommt auch, Allah Ta'ala sagt, oder erwähnt, dass man mathalan als eine löbliche Handlung der Mu'minun in der Aussage, رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُ. Unser Herr, vergebe uns und denen, die uns im Iman vorausgeeilt sind, also bereits verstorben sind, die früheren.
Ebenfalls die Sadaqa, aber das wird ja in dem Hadith erwähnt. Das wurde ja in dem Hadith mit den drei Handlungen erwähnt. Jetzt stellt sich die Frage, darf man dieses Prinzip ausweiten auf andere Handlungen, die jetzt nicht konkret erwähnt worden sind? Und eben die zweite Frage, wie ist das zu vereinbaren mit den Aussagen, mit den Textstellen, in denen ausgesagt wird, dass der Mensch nur von seinem eigenen Tun profitiert? Das sind nämlich zwei Themen. Erstens, also der Madhab Ahmad ist in Bezug auf diese Frage am großzügigsten, denn Ahmad beschränkt das auf keine bestimmte Handlung, sondern es ist bei jeder, für jede Qurba zulässig. Also für jede Form der gottesdienstlichen Handlung ist es laut Ahmad zulässig, dass man diese Handlung ausführt mit der Absicht, den Lohn, der daraus folgt, jemanden zukommen zu lassen. Einen Verstorbenen beispielsweise. Beispielsweise das Lesen vom Koran, das Ausführen von freiwilligen Gebeten. So eine Handlung, die ebenfalls noch genannt wird in der Sunna, ist der Hajj. Okay, wie vereinbaren wir das jetzt mit diesem Hadith? Wenn der Mensch verstirbt, enden seine Handlungen außer drei. Seine Handlungen enden, aber nicht die andere. Ganz einfach. Dieser Mata ibn Adam, in qata amaluhu, seine Handlungen enden. Mensch, er ist nicht mehr handlungsfähig durch den Tod. Aber die der Lebendigen enden nicht. Khalas? Und wie bringen wir das zusammen mit dem Vers Mathalan, wa laysa lil insani illa ma sa'a, und dem Menschen steht nur zu, was er selbst bewirkt hat. Das Lam hier ist das Lamul Milk, Mensch. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Also der Mensch verfügt über nichts als das, was er selbst bewirkt hat. Na'am, das ist ja so. Ich verfüge ja nicht die Handlung anderer. Ich besitze ja nicht die Handlung anderer. Aber wenn sie mir diese freiwillig oder den Lohn dieser Handlung freiwillig geben, dann schließt der Vers das nicht aus. Ja. Na'am.